über eine halbe Million Monatsumsatz mit der Vermietung von Airbnb und dem eigenen Airbnb-Coaching-Business. Ich habe heute hier den Hendrik Kuhlmann am Start. Mega, dass du da bist und freu mich, dass du gekommen bist, dass du mal wieder hier am Start bist. Und ich freue mich einfach mal mit dir jetzt hier in Koblenz deine Wohnung mir mal anzugucken, oder deine Wohnungen besser gesagt, die du hier zur Kurzzeitvermietung anbietest und dir ein paar Fragen zu stellen. Das machen wir. Also, fangen wir mal an, gehen wir los. Naja, du wohnst in Augsburg, hast du gesagt, ne? Richtig. Aber wie machst du das denn hier? Wie sorgst du dafür, wenn hier immer wieder neue Mieter kommen, dass hier immer alles picobello für dich ist? Du kannst ja nicht jedes Mal hinkommen, oder? Nee, du, das wäre ein bisschen schwierig. Wir betreiben mittlerweile über 80 Wohnungen in 4 Ländern. Ich kann natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Deswegen ist bei uns sehr, sehr viel automatisiert. Das heißt, Gäste, die bei uns einchecken, die buchen irgendwo bei Airbnb, bei Booking.com, dann checken die sich online ein, hinterlegen ihre Ausweisdaten und dann kriegen sie zur Anreise einen Code. Ja, den geben sie dann hier entsprechend ein, zum Beispiel auf diesem Tastenfeld. Ich habe jetzt einen Chip, womit ich das machen kann. Und dann geht die Tür auf. Ja, krass. Und bevor wir reingehen, da vorne wird jetzt zum Beispiel mal sauber gemacht. Wie machst du das? Genau, also wir haben in der Regel eigenes Reinigungspersonal oder Dienstleister, die für uns die Apartments natürlich wieder auf Vordermann bringen. Gibt jeden Tag so ein Zeitfenster zwischen 10 und 15 Uhr, wo das Ganze passiert, damit die nächsten Gäste wiederkommen können. Weil bei uns ist das wie im Hotel. Checkout um 10 und um 15 Uhr kommen die neuen Gäste. Na cool. Da würde ich sagen, geh mal rein in eine der Wohnungen. Geh mal rein. Okay. Auf geht's. So, ja. Was haben wir hier? Ja, hier sind wir in einem Studio-Apartment. Das ist unser größter Apartment-Typ, den wir hier im Gebäude haben. Wir haben hier in Summe 9 Apartments. Das hier gibt es quasi zweimal. Einmal hier und genau über uns nochmal komplett identisch. Ist für 4 Personen gedacht, überwiegend natürlich für 2 Personen. Wir haben also ein ganz normales Doppelbett, Queen-Size-Größe, aber auch ein Schlafsofa. Wenn man mal zum Beispiel am Wochenende zu dritt, zu viert unterwegs ist mit Kindern. Unsere überwiegende Zielgruppe Geschäftsreisende, deswegen haben wir hier zum Beispiel auch überall Arbeitsplätze aufgebaut, ja, dass man also auch hier entsprechend arbeiten kann. Große Küchenzeile, ist alles im Prinzip drin, was man braucht. Waschmaschine, ja, und natürlich gibt es noch ein Badezimmer, Highspeed-Wi-Fi. Haben wir auch viele Kunden, die aus dem Baulig im Universum kommen. Die fühlen sich hier auch wohl, dementsprechend auch die Arbeitsplätze. Und ja, wie gesagt, die hier haben wir zweimal. Und dann in Summe 9 Apartments hier in dem Haus. Ja, super, jetzt habe ich gesehen, die haben hier sogar, können wir mal gerade zeigen auf der Kamera, ein bisschen Haribo. Ist das quasi auch so, dass die Reinigungskräfte dann quasi von dir gesagt bekommen, okay, da muss jetzt Haribo am Start sein. Ja, da haben wir natürlich Prozesse und Strukturen, auch wie im Hotel. Und auf dem Standard versuchen wir natürlich auch zu arbeiten, das erwarten unsere Gäste. Und wir sind ja auch auf den Portalen unterwegs, wo Hotels jetzt auch da sind. Also es ist ja nicht mehr nur Airbnb, es ist Booking.com, es sind andere Plattformen, Expedia. Und da werden wir halt auch sehr häufig als Alternative zum Hotel gebucht. Und dementsprechend gehört halt einfach vernünftige Wäsche dazu, vernünftiger Sauberkeitszustand, so kleine Aufmerksamkeiten wie Haribo. Aber ja, eben auch eine komplette Küchenzeile, was ja dann das Apartment, die Ferienwohnung, auch wieder vom Hotelzimmer unterscheidet letzten Endes. Ja, cool. Sehr nice. Ja, und man sieht, man ist hier mitten in der Stadt. Wir haben es eben draußen gesehen. Wird wahrscheinlich sehr frequentiert auch besucht sein hier, ja, weil es einfach so mittendrin ist im Prinzip. Ja, Wochenenden sind eigentlich immer ausgebucht, auch teilweise weit im Voraus. Ich muss selber heute auch wieder ausquartieren, weil nichts mehr frei war für mich selbst. Luxusprobleme. Genau, Luxusprobleme. Und unter der Woche haben wir sehr, sehr viele Geschäftsreisende. Koblenz ist ja auch ein sehr attraktiver Standort, gibt viele große Firmen hier. Bundesarchiv ist hier und sehr, sehr viele Institutionen. Und dementsprechend läuft das hier auch sehr, sehr gut, ist immer viel los. Aber läuft eben komplett für sich alleine. Also ich bin jetzt zum Beispiel hier am Wochenende, weil ich zu euch komme. Gestern war ich selber noch auf einem Event als Speaker. Und ja, bei der Gelegenheit schaue ich natürlich hier auch mal, ob alles passt, ob alles gut ist. Und aber ansonsten habe ich hier operativ an dem Standort eigentlich nicht wirklich was zu tun. Perfekt. Wie stellst du denn sicher, dass am Ende die Qualität hier auch stimmt, dass wirklich auch immer die Haribo-Tüte sozusagen auf den Handtüchern liegt? Ja, bei uns ist das so, egal in welchem Standort, unsere Reinigungskräfte dokumentieren immer jede Reinigung. Das heißt, es gibt Fotos von nahezu jeder Perspektive hier im Apartment und am Ende immer noch ein Video vom kompletten Apartment. Das wiederum schauen sich meine Mitarbeiter im Office an, machen quasi so eine Art virtuelle Besichtigung, gucken, ob hier was übersehen wurde. Da werden auch alle Schränke aufgemacht, dass auch wirklich sichergestellt ist, ja, ich habe hier in diesen Schrank auch reingeguckt.
Und danach geben wir die Wohnung auch erst frei. Also erst wenn die Dokumentation da ist, erst dann wird freigegeben. Erst dann kann quasi der neue Gast seinen Code abrufen. Es funktioniert sehr, sehr gut. Zusätzlich, wenn wir einen Dienstleister haben oder größere Häuser, wird immer noch so ein sogenannter Checker eingesetzt. Also nach der Reinigung kommt einfach nochmal jemand durch und guckt, ist hier alles gemacht worden, ist was übersehen worden. Weil das passiert schon mal, gerade wenn es jetzt irgendwie viele Apartments sind an einem Tag. Ja, und das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Und das ist ein Musterbeispiel von dem, was wir auch unseren Kunden im Training beibringen, dass sie eben versuchen, alle möglichen Prozesse, dass wir jetzt zum Beispiel ein Prozess, der so ein Fulfillment stattfindet, wo es ja eben darum geht, dass die Leute hier eine möglichst geniale Zeit haben, dass all diese Prozesse wirklich haarklein, strukturiert, aufgeschrieben und festgehalten sind, dass wir auch wirklich dann immer sicher sein können, dass die Qualität am Ende einfach nur top ist. Ich glaube, gleich kommen schon die Gäste, deswegen ja, schauen wir uns lieber noch ein paar andere Wohnungen an. Genau, wir müssen weiter. So, weiter geht's. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu tun, was du bist? Du warst bestimmt nicht schon immer ein Unternehmer mit mehreren Wohnungen, die jetzt eine Kurzzeitvermietung anbietet. Na, ganz ursprünglich war ich bei der Deutschen Bahn. Ich habe ganz ursprünglich eine Ausbildung gemacht zum Lokführer, weil ich das unbedingt machen wollte. Habe dann bei der Bahn Karriere gemacht, könnte man sagen. Bin also irgendwann in die Disposition, habe berufsbegleitend noch studiert. War zum Schluss im Management bei der Bahn und nebenbei habe ich immer irgendwie Geschäft gemacht oder Business gemacht. Und ich war 2018 dann auf Bali mit meiner Frau. Da haben wir uns ein Airbnb gemietet, weil ein Bekannter gesagt hat, hey, kann man wunderbar machen, schöne große Villa da buchen. Und wir haben einen sehr tollen Aufenthalt da gehabt. Das heißt, wir hatten einen Gastgeber, der sich sehr um uns gekümmert hat. Die sind teilweise morgens, haben die uns Frühstück gemacht und mittags was geholt. Und der hat auch darüber erzählt, so wie er das für sich aufgebaut hat, weil er hat 4 Villen in diesem Village gehabt. Da dachte ich mir, total cool, das könntest du auch machen. Da bin ich mit der Idee zurück wieder nach Deutschland gekommen. Das war Ende 2018. Und dann letztlich 2019 angefangen mit einer ersten Wohnung in Augsburg. April angefangen zu suchen, im Mai fündig geworden, eingerichtet. Juni 2019 die ersten Gäste. Und seitdem ist das einfach sehr, sehr stark gewachsen dann in der Zeit. Ja, hätte dann dir 2018 so die typische Frage gestellt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Hättest du das prognostizieren können damals zu dem Zeitpunkt? Wäre wahrscheinlich eine komplett andere Richtung gewesen. aber ja, ich sag mal, ich hatte natürlich irgendwie meine Ziele. Das stand damals nicht auf der Agenda, hat sich dann ergeben. Aber ich muss sagen, ich habe da auch wirklich so meine Passion gefunden. Ich mache das gerne, ich mache nichts anderes außer das Thema jeden Tag. Und baue das immer weiter. Mhm. Du hast gesagt, du hast immer nebenher versucht, ein bisschen Business zu machen. Gab es schon vorher irgendwelche Ideen, die du hast? Boah, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe ursprünglich habe ich viel aufgelegt als DJ, so an Wochenenden. Und bin dadurch so in die Veranstaltungsbranche gekommen, habe dann viele Veranstaltungen gemacht, habe teilweise Diskotheken mitbetrieben. Cooles Geschäft, hat Spaß gemacht. Wirklich was hängen geblieben ist aber nicht, das muss man auch ehrlich sagen, war auch durchaus recht oberflächlich, bin dann irgendwann mehr oder weniger aus dem Nachtleben komplett raus. Da gab es so eine Phase, da habe ich mal versucht, irgendwie Amazon FBA zu machen, habe das mal getestet und so T-Shirts drucken und Print on Demand war auch mal irgend so ein Thema. Habe das mal getestet. Ich erinnere mich, damals zu der Zeit haben das viele gemacht. Ja, so, das habe ich auch mal probiert, wollte aber nicht funktionieren, lag damals aber auch dran, dass ich sehr viel thematisch gesprungen bin. So, also ich bin vom Wesen jemand, ich brauche immer irgendwie eine neue Herausforderung. Und wenn ich die nicht kriege, dann wird es mir sehr, sehr schnell langweilig. Ich glaube, das Witzigste, was ich jemals gemacht habe, war eine Straßenbahn zum Thema Pokémon Go veranstalten. Nicht, weil ich so ein großer Pokémon Go-Fan war, aber da war halt ein Hype da. Und dann haben wir mal eine Straßenbahn gemietet, sind damit durch Augsburg und München gekurvt und haben halt 25 € fürs Ticket verlangt. Und die Bahn war innerhalb von einem Tag irgendwie ausgebucht. Da war das Fernsehen dann mit dabei. Es war ganz witzig. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema Kurzzeitvermietung gekommen. Gar noch ein paar andere Zwischenstationen, aber das ist so overall so, was vorher passiert ist. Ja, und jetzt stehen wir hier in einer weiteren Wohnung hier in der Koblenzer Löhrstraße. Hier fällt mir auf, dass du hier eine andere Farbe gewählt hast für die Wand. Ja. Wie kommt da das so zustande, dass du dich da entscheidest, wie das hier eingerichtet werden soll und so weiter? Weil es ist ja eigentlich alles fest möbliert. Wie sieht da so der Prozess aus? Also hat unterschiedlich ausgesehen. Wir haben ganz am Anfang sehr, sehr viel individual möbliert, also bei den ersten Wohnungen sind wir halt in ein Möbelhaus gegangen, zu Ikea gegangen, haben uns die Sachen zusammengesucht. Und das hat sich jetzt über die Jahre auch immer weiter prozessiert, immer weiter standardisiert.
Das hier ist auch noch was, was individual möbliert wurde, aber das findest du so nicht bei IKEA oder in einem normalen Möbelhaus. Und natürlich setzen wir irgendwo Akzentfarben, also wir haben hier Akzentwände in entsprechend so einem Mintgrün. Unten hatten wir so Petrolblau, je nachdem wie der Raum auch wirkt. Dieser Raum ist kleiner, ist auch das einzige, ich sag mal, Einzelzimmer, was wir haben. Dementsprechend haben wir hier nicht eine so kräftige Farbe, dass der Raum nicht auf einmal so klein wirkt oder irgendwie bedrückend wirkt. Und die ganzen nächsten Projekte, die jetzt bei uns kommen, die laufen alle mit professionellen Ausstattern zusammen, die aus dem Hotelleriebereich kommen. Das sind Firmen, die teilweise auch Hilton Hotels möblieren, Schreinerware. Nächste Woche geht's los, quasi mit einem ersten Standort, wo das komplett eingearbeitet wird. Unser ganz neues Konzept in der Möblierung. Und damit auch sehr, sehr weit standardisiert ist. Also das Produkt, was wir quasi jetzt entwickelt haben, das Produkt Apartment, das rollen wir auch im nächsten Jahr über die Projekte aus. Und das ist so ein bisschen für uns der weitere Weg. Ich bin mal gespannt dementsprechend, wie die nächste Wohnung aussieht. Und dann reden wir weiter. Das machen wir. Okay. Ja, hier sind wir jetzt wohl im Zimmer mit der besten Aussicht. Denn ich habe hier aus dem Fenster schon die Festung Ehrenbreitstein, ein Wahrzeichen von Koblenz, erblickt. Top-Festungsblick hier. Top-Festungsblick hier. Ja, mega. Du hast eben gesagt, du bist dann, nachdem du viel ausprobiert hast, hängen geblieben bei der Kurzzeitvermietung und bei Airbnb. Ja. Dann erzähl mal, wie dort so die Anfänge waren und wie du auf uns aufmerksam geworden bist. Gut, also die Anfänge so im Apartmentbereich, wie gesagt, 2019 erstes Apartment in Augsburg und das ist sehr, sehr gut angelaufen, war eine große Wohnung, so renovierter Altbau. Und dann habe ich angefangen, damals drüber zu sprechen. Ich habe einfach bei Facebook gepostet, hey, ich mache jetzt Kurzzeitvermietung, das hier ist mein erstes Apartment. Und dann hat mich jemand angeschrieben auf Facebook und gesagt, hey, wir müssen mal einen Kaffee trinken gehen, vielleicht habe ich was für dich. Und was er dann hatte, war tatsächlich Wohnung 2-6, denn die haben gerade ein komplettes Haus kernsaniert, wo 5 Apartments entstanden sind. Da haben wir dann direkt im August die nächsten beiden bekommen. Dann Anfang 2020 die nächsten 3. Da waren wir auf einmal schon bei 6 Apartments und dann ist auch die Brand dahinter entstanden. Also der Apartmentbetrieb ist Bright, unter der Marke machen wir das Ganze seitdem. Dann kam die Pandemie, so erster riesiger Schockmoment, wo ich dann relativ zügig gemerkt habe, wir haben eine sehr, sehr gute Art und Weise damit umzugehen. Das heißt, wir haben am Anfang sehr viele Stornierungen gekriegt, da hat es halt wirklich stornlos gehagelt. Dann kamen aber sofort wieder neue Buchungen rein, nämlich von Geschäftsreisen. Und Geschäftsreisen gingen auch immer, auch wenn du damals Lockdown und sowas hattest. Geschäftsreisen waren immer okay. Und da habe ich so das erste Mal für mich verstanden, was für ein Potenzial eigentlich dahinter liegt. Und dass es halt nicht nur irgendwie Airbnb und Feriengäste sind, sondern dass da wesentlich mehr noch dahinter ist. Auf jeden Fall sind wir weiter gewachsen, die ganze Pandemie durch. Ich habe dann relativ zügig nach Pandemiebeginn in Prag 2 Wohnungen übernommen, einfach weil ich mir dachte, hey, wenn wir es hier im Griff haben, aber hier alle panisch rumrennen, wie ist das dann in so typischen Airbnb-Märkten? Ja, und Prag galt damals als so einer. Sind da fündig geworden, haben also unseren ersten Auslandsstandort aufgemacht. Ja, und von da aus sind wir weitergewachsen. Ich habe dann angefangen im Sommer 2020 mit dem ganzen Thema Training, Coaching. Das ursprünglich als Online-Kurs. Kam daher zu der Zeit, als die Pandemie losging, habe ich auch wieder darüber gesprochen, was kann man jetzt als Gastgeber tun in der Situation. War da im Podcast unterwegs und bin auf einmal sehr, sehr viel gefragt worden, weil zu der Zeit gab es nur einen Online-Kurs in diesem Segment und der war relativ an der Oberfläche. Also überhaupt, was Rechtslage und sowas in Deutschland betrifft, war da gar nicht großartig drin. Und das war damals so die Ambition, selber zu sagen, hey, ich mache jetzt ein Training, einen Online-Kurs in diesem Bereich Kurzzeitvermietung, wo es halt nicht nur um so funktioniert, dass mal ganz grob geht, sondern tatsächlich auch, wie funktioniert das in Deutschland, wie kann man das rechtlich sauber aufbauen und der ganze Betrieb dahinter. Weil es sieht am Anfang so trivial aus, ne? Ich nehme mir hier irgendwie so eine Wohnung, ich richte hier ein bisschen ein und stelle da ein Bett rein. Du hast aber ganz, ganz viele Prozesse auch im Hintergrund, die ablaufen müssen. Es gab niemanden zu der Zeit, der darüber gesprochen hat. Also habe ich diese Rolle übernommen, bin mit B&B Pro Hosting dann im Herbst 20 raus, als Online-Kurs damals. Das lief auch soweit ganz gut an. Haben dann den anderen Online-Kurs quasi übernommen, den es da gab, die ganze Community dahinter. Gab dadurch initial auch nochmal ganz gute Reichweite, wobei wir dieses Training also nie verkauft haben. Das ist auch nicht Teil unseres Trainings. Wir haben halt uns weiter um die Kunden gekümmert von diesem Kurs, um die Community. Und dann ist die Initialreichweite da gewesen. So, dann haben wir das gemacht bis ungefähr März 2021, bis ich einfach für mich gesehen habe, so ein reiner Online-Kurs irgendwie,
ich sag mal, die Umsetzungsqualität bei den Teilnehmern dahinter ist nicht die beste. Ja, es reicht einfach nicht, ein paar Videos zu machen. Gut, ein paar waren es nicht, das waren schon ziemlich ein paar hundert damals. Mhm. Und dann ist das Ganze zum Coaching geworden. So. Und haben wir am Anfang erst noch zusammengearbeitet mit Partnern, die sich so ein bisschen um die Vermarktung und den Vertrieb auch des Ganzen gekümmert haben. Wollte nicht so recht funktionieren, war plus minus null. Und dann habe ich das Ganze übernommen, also inklusive Marketing, Vertrieb, wieder komplett in meine eigenen Hände im Sommer 21. Habe angefangen, selber Vertrieb zu machen. Es lief dann ganz gut über organische Reichweite. Und dann ist es so gewesen, dass mein Marketer damals, also ich habe mir dann noch jemanden fürs Marketing dazugeholt, gesagt hat, hey, du musst unbedingt zu Baulex gehen. Und ja, so ein bisschen meine Customer Journey, dann das ein oder andere YouTube-Video gesehen, dann immer mal den ein oder anderen Podcast gehört. Und so kam es, ich bin dann im Oktober 21 Kunde bei euch geworden. Und ich sag mal, seitdem ja, ist es einfach wesentlich größer geworden in beiden Bereichen. Also ich habe natürlich sehr, sehr viel für unsere Beratung mitnehmen können. Und da sehr viel gemacht, komme vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja. Aber auch der ganze Apartment-Bereich ist einfach in der ganzen Zeit auch weitergewachsen. Wir sind dann irgendwann umgestiegen auf größere Objekte. Ich meine, hier haben wir jetzt 9 in einem Gebäude. Wir haben ein Gebäude in Dortmund jetzt zum Beispiel im Sommer aufgemacht. Da haben wir 30 Apartments an einem Standort. Das ist fast wie ein Hotel. Wir machen sehr, sehr viel Neubau jetzt und auch nicht mehr Wohnimmobilien. Das sagt man ja auch häufig so Airbnb nach, ne? Nimmt viel Wohnraum weg, der dringend benötigt wird. Und tatsächlich gibt es einen viel, viel besseren Weg, nämlich dieser ganze Bereich Gewerbeimmobilien. Das, wo wir hier mal sitzen gerade, das war früher mal Büro. Mhm. Also das hier war nie eine normale Wohnung. Es ist halt umgebaut worden jetzt zu einem gewerblichen Apartment. Das habe übrigens nicht ich gemacht. Ich bin ja gar nicht der Eigentümer dieses Objektes, sondern das haben die Eigentümer gemacht für uns. Ja, es ist das Arbitrage, ne, dass man ja. Bei jemandem eben einfach eine Wohnung anmietet und die dann eben dann untervermieten kann, natürlich in Einverständnis mit dem Vermieter. Ja, und das ist ja ganz spannend, dass dein Marketer damals gesagt hat, geh mal zu denen, die Online-Marketing verstehen und die da richtig was können. Und das ist das, was ich gerade auch schon raushöre. Du hast vieles schon angerissen, vieles schon intuitiv versucht zu lösen. Und du hast gesagt, zufällig sozusagen noch den einen oder anderen Abschluss gemacht. Ja. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sobald du mit uns angefangen hast und was hat sich dann verändert für dich? Ja, also wir haben, oder ich habe viel bei euch in der Zusammenarbeit natürlich mitgenommen, so was unseren ganzen Vertrieb betrifft. Also da hat sich eine ganze Menge getan, ist viel, viel strukturierter geworden. Ja, inwiefern? Wir haben zum einen natürlich, ich sag mal, das Setting eingeführt, sprich, dass wir im ersten Schritt überhaupt mal gucken, macht das Sinn für beide in irgendeiner Form überhaupt zusammenzuarbeiten, bevor man in ein ausführliches Beratungsgespräch geht. So, dann ist natürlich eine Herausforderung auch gewesen, dass meine Zeit irgendwann auch limitiert ist. Das heißt, ich habe am Anfang sehr, sehr viele Beratungsgespräche natürlich selber geführt, bis ungefähr Juni, Juli 2022. Aber ich habe einen Apartmentbetrieb auch noch nebenbei. Wir machen neue Standorte auf, da werde ich auch gebraucht. Für mich war eine der großen Herausforderungen, dann auch selber aus den Beratungen mehr rauszugehen, beziehungsweise das auch an Mitarbeiter abzugeben. Und Mitarbeiter ohnehin ein großes Thema dann gewesen. Ich war ja vorher bei der Bahn, ganz ursprünglich als Lokführer, irgendwann Führungskraft, habe 2 Abteilungen gehabt, 40 Mitarbeiter, die ich damals schon geführt habe. Aber im eigenen Betrieb festangestellte Mitarbeiter zu haben, ist dann doch nochmal wieder was komplett anderes. Und auch das ist in der Zeit natürlich dazugekommen, dass ich mein eigenes Team aufgebaut habe. Also bis, ich sag mal, kannst du sagen, April 2022, da war noch niemand fest angestellt mit mir im Office. So, das Office ist erst gekommen im Februar 2022, also auch erst nachdem wir zusammengearbeitet haben. Bis dahin gab es zwar ein Office, das war damals bei uns in der Doppelhaushälfte, ganz oben zum Beispiel und im Kellergeschoss, Neubau, das ist also nicht irgendwie so ein dunkler Keller, Gottes Willen, aber noch kein richtiges Büro, das ist dann irgendwann gekommen, Anfang 22, dann die ersten Mitarbeiter, Teamaufbau. Wie schule ich meine Mitarbeiter? Wie gebe ich auch solche Tätigkeiten ab, wie zum Beispiel Beratungen durchzuführen? Aber auch da habe ich ja meinen eigenen Anspruch. Es ist mir sehr wichtig, dass das gute Beratungsgespräche sind, dass unsere Interessenten da auch was mitnehmen und eben nicht das Ganze in irgendeine komische Richtung kippt. Mhm. Das heißt, das waren Sachen, die ich mitgenommen habe. Und dann natürlich ganz, ganz viel Systematisierung, Prozessaufbau,
Wissensmanagement und auch, wie kriege ich mein Fulfillment schön abgebildet, gut abgebildet, sodass unsere Kunden einfach auch eine gute Experience haben. Das sind mittlerweile auch weit über 1000 Kunden, die wir begleitet haben. Es sind mehrere hundert, die wir betreuen, die aber auch gut betreut werden. Das heißt, die haben ja unterschiedliche Kommunikationskanäle zu uns, wo die teilweise ihre Antwort selbst bei der Kundenanzahl innerhalb von 2-3 Stunden bekommen. Also mehr als einen Tag gibt es da eigentlich nicht, weil das unser eigener Anspruch ist. Wir machen sehr, sehr viel auch in dem Bereich Live-Calls, also dass wir unseren Kunden jede Woche zu unterschiedlichen Themen halt zur Verfügung stehen im Rahmen von so einem Zoom-Call. Ihr kennt das ja. Ja, klar. Und das ist im Übrigen auch so damals der Switch gewesen, aus dieser Online-Kurszeit raus in ein richtiges Trainingsprogramm rein, dass wir einfach die Betreuung vertieft haben. Ja, dass es also mehr ist, als einfach nur ein Informationsprodukt sozusagen zur Verfügung zu stellen, ja, was du eben meintest, hin zu einem echten Coaching, zu einer echten Beratung, ja, und auch nach dem Vorbild, wie ich ausgehört habe, wie wir selbst auch unsere Kunden betreuen und dementsprechend auch die Prozesse aufgebaut, wie es bei uns in den Trainings vermittelt wird. Ja, absolut. Und natürlich im Laufe der Zeit, also der Umsatz ist entsprechend mitgegangen, das Wachstum ist mitgegangen. Ja, beschreib das mal, inwiefern? Ja, also als ich damals zu euch gekommen bin, ich lasse mal den Apartment-Bereich bewusst raus, lass uns mal nur über irgendwie das Training sprechen. Als ich damals zu euch gekommen bin, war das so 30.000 Euro Monatsumsatz. Mhm. Das erste Mal 100.000 Euro Monatsumsatz im Bereich Beratung habe ich dann im April 2022 geschafft. Mhm. Da gab es damals noch vom Abend einen netten Anruf. Ich dachte mir da so, okay, 80.000 stehen wir ja schon sehr, sehr gut da. Das war früher so ungefähr mein Jahresgehalt bei der Deutschen Bahn gewesen. Er hat abends angerufen, nee, jetzt 100.000, das wäre schon gut, wenn du das den Monat machst. Genau. Hat dann nochmal so einen guten Motivationsschub gegeben. Das ist auch der Zeitpunkt, wo wir so ungefähr das letzte Interview gedreht haben. Aber danach ist einfach noch weitergegangen. Also wir sind dann Richtung Jahresende das erste Mal auch über 250 gekommen, an 300 ran. Wir haben dann im Anfang 2023 das erste Mal 400.000 Euro Monatsumsatz gemacht mit unserer Beratung. Und jetzt sind wir sehr gut auf dem Weg zu den 500. Und Ziel ist für mich persönlich eigentlich dieses Jahr auch noch auf die 1 Million Monatsumsatzmarke zu kommen. Allein mit dem? Nur mit der Beratung. Mit der Beratung, ja. Also Apartmentbereich komplett außen vor. Ja. Hervorragend. Du hast eben gesagt, dass du angefangen hast, Mitarbeiter einzustellen, obwohl du ja schon Leiter eines Teams warst bei der Deutschen Bahn. Hattest du damals irgendwelche Ängste gehabt, diese Schritte zu gehen? Oder war das für dich so ein logischer Schritt, so wie du vielleicht auch im Training lernst, das kriege ich schon hin, dass das läuft mit den Umsätzen, die ich habe? Also Angst hatte ich davor nicht, eigene Mitarbeiter einzustellen. Das war gar nicht das Problem. Aber der erste Punkt, und da scheitert es aber, glaub ich, schon bei vielen dran, ist überhaupt mal den Rahmen zu schaffen, dass du überhaupt jemanden einstellen kannst. Und ich meine jetzt nicht irgendwie remote stellen, sondern dass bei dir tatsächlich jemand im Office sitzt. Dafür brauchst du erstmal ein Office. Mhm. Und das war so der erste Schritt, den zu gehen. So, dass ich kann mir relativ viel gut herleiten, logisch herleiten. So, ist das jetzt irgendein Risiko, ein Büro zu eröffnen? Nein. Auch wenn ich einen mehrjährigen Mietvertrag mache? Nein, ist es nicht. So, bei den Objekten hier haben wir ja auch lange Mietverträge zum Teil. Mhm. So, dann die ersten Mitarbeiter einzustellen, da ist ja auch die Frage, so, wie gewinne ich die? So, wenn du als Führungskraft in einem Konzern bist, wie bei der Deutschen Bahn, da sagst du deinem HR-Partner, hey, ich brauche jetzt hier eine Ausschreibung und da eine Ausschreibung. Und dann kümmert sich da natürlich jemand drum. Du musst das aber, wenn du für dich bist, natürlich erstmal selber aufbauen. Und jetzt suchst du ja nicht bei eBay Kleinanzeigen deine Mitarbeiter. Also das kann man sicherlich versuchen. Aber das funktioniert halt nicht so. Und hast du da auch Rat gehabt sozusagen? Ja, natürlich. Ich war bei euch dann im Geschäftsführertraining relativ zügig. Ich bin eingestiegen damals im Excellence-Training, dann im April. Wann war 22, das Excellence-Training? War 2000? Oktober 21. Ende Oktober 21. Und dann? Genau. Dann ins Geschäftsführertraining im April 22. Mhm. Und dann relativ zügig das ganze Thema Recruiting erstmal umgesetzt und die ersten Mitarbeiter dazu geholt. So. Mhm. Zu der Zeit waren wir auch im Apartment-Bereich noch gar nicht so groß wie jetzt. Mhm. Aber hat dein Apartment-Bereich auch profitiert? Ja, natürlich. Inwiefern? Natürlich, also wir auch, wenn auch da haben wir natürlich Mitarbeiter mit eingestellt. Das heißt, ich habe im Prinzip angefangen, parallel in beide Firmen einzustellen, die Rollen, die ich gerade brauche, die mich irgendwo
weiter entlasten oder die gerade benötigt werden. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel im Apartmentbereich angefangen, sogenannte Operations Manager einzustellen, die sich um die ganze Kundenkommunikation, die Koordinierung, Abwicklung und sowas kümmern, weil mit steigender Anzahl Apartments, so automatisiert wie das auch ist, du kannst nicht 100% in diesem Geschäft automatisieren. Du wirst immer auch Gäste haben, die nicht lesen können. Du wirst immer Gäste haben, die einfach Fragen haben, die nach Empfehlungen fragen. Und es geht einfach auch mal was kaputt. Das ist einfach auch so. Das heißt, dieser Aufwand, auch wenn das nur 10-20% der Gesamtheit sind, der summiert sich ja auch auf. Das heißt, du brauchst irgendwann da auch ein Team. Und in beiden Bereichen, zu dem Zeitpunkt, wo wir auch eingestellt haben, direkt von Anfang an zu sagen, okay, wie baue ich jetzt meine Schulung auf? Wie bringe ich die überhaupt in ihre Rollen? Da haben schon beide Firmen durchaus voneinander profitiert. Mhm. Oder auch von, natürlich von eurem Know-how. Klar, ich kann mir vorstellen, dass das einfach für viele ist es unglaublich schwer, schon einfach Systeme zu schaffen, Prozesse zu schaffen, die einfach dafür sorgen, dass Dinge automatisiert ablaufen. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Kunden von dir am Anfang erstmal so ein riesen Aha-Erlebnis haben. Ach was, das geht sogar, dass man hier einfach hinkommt mit einem Chip, man kommt rein oder man gibt einen Code ein und man muss sich gar nicht darum kümmern, dass es immer sauber gemacht wird. Man hat quasi selber nur in Extremfällen was damit zu tun oder in sehr seltenen Fällen, wie zum Beispiel, wenn einer mal etwas nicht lesen kann. Und selbst das kann man ja systematisieren in Form von Mitarbeitern, wie du gerade gesagt hast, dass du auch da dich nicht mehr persönlich drum kümmern musst. Ne? Ja, also es ist schon wild, was so in allen Bereichen da möglich ist, auch technisch möglich ist. Also ich meine, natürlich haben wir jetzt vorhin mal kurz drüber gesprochen, hey, die Gäste checken sich ein, die kriegen ihren Code, das geht ja noch viel weiter. Ich weiß, wenn unten jemand zur Tür reinkommt, den er das erste Mal seinen Code eingibt, dann geht hier die Heizung von einer hohen Temperatur auf eine Wohlfühltemperatur hoch. Ja, die Apartments hier sind in ihrer Lautstärke überwacht, damit hier keiner Party macht. Und wenn hier jemand Party macht, wird automatisch jemand der Sicherheitsdienst gerufen. So. Und das sind nur ein paar Beispiele von dem, was da möglich ist, allein im Apartmentbereich. So, wir wissen auch, wenn er das erste Mal hier reinkommt, kriegt er automatisch eine WhatsApp-Nachricht. So. Und genauso natürlich bei uns im Trainingsbereich. Da sind auch sehr, sehr viele Prozesse automatisiert, teilweise auch durch Mitarbeiter, Informationen, die zusammenlaufen für uns, dass auch irgendwo natürlich der ganze Fortschritt für uns sichtbar wird von unseren Kunden, damit wir reingehen können, okay, wo haben wir gerade die Themen oder wo haben unsere Kunden die Themen. Aber das ist schon faszinierend, wenn man da mal eintaucht. Hast du ja quasi aus den Learnings der Trainings quasi für deine beiden Businesses enorm profitiert, für deine Beratung und gleichzeitig natürlich auch für deine eigene Kurzzeitvermietung. Und stellt sich natürlich die Frage, was war denn so das größte Learning, was du so mitnimmst aus den mehreren Jahren schon an der Zusammenarbeit? Ja, also ich glaube, das, was uns initial erstmal am meisten gebracht hat, ich glaube, es gibt nicht das eine größte Learning für uns, sondern es gibt das jeweils größte Learning für eine unterschiedliche Phase innerhalb des Wachstums und der Unternehmen. So eins der ersten großen Themen war halt ganz klar der ganze Vertrieb, wie strukturiere ich den und wie bekomme ich das mal sinnvoll aufgestellt, sodass das meinem Anspruch genug wird, aber auch den von unseren Kunden und wir das systematisiert werden. Das ist also nicht mehr A von mir abhängig und auch irgendwie keine Achterbahn mehr großartig ist. Das haben wir sehr, sehr gut mit eurer Hilfe hinbekommen. Auch bis heute haben wir jetzt ein sehr, sehr cooles Team bei uns auch, die sehr, sehr gut beraten können. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Dann im Bereich Marketing. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen bei uns in der Beratung. Wir haben Gastgeber, die das heute schon machen, die das vielleicht größer machen wollen, die das Ganze professioneller machen wollen. Denen können wir natürlich helfen. Aber es gibt ja auch andere Zielgruppen. Zum Beispiel eben Menschen, die sagen, hey, vielleicht, ich möchte mir irgendwas nebenbei aufbauen, vielleicht Amazon, vielleicht irgendwas anderes, wo das Thema Kurzzeitvermietung einfach eine sehr, sehr gute, valide Option ist, weil es sich hochgradig automatisieren lässt, weil das was zum Anfassen ist. Ich meine, ich sehe es ja, wir können ja hier sein, was sehr cool oder sehr, sehr schön ist am Ende, und weil einfach die Umsätze auch sehr gut sind. Wir haben Immobilieninvestoren, Immobilienakteure, die aufgrund der Marktlage zu uns kommen und denen können wir natürlich helfen im Fulfillment, aber am Ende müssen wir es auch erstmal bei uns im Vertrieb letztlich rüberbringen und auch das damit letztlich fertig werden. Das haben wir geschafft, die Zielgruppen zu erreichen, das ganze Marketing. Da haben wir uns sehr, sehr gut aufgestellt. Ich mache sehr, sehr viel Content, YouTube, TikTok, Instagram. Da habe ich eine auch ganze... Auch nach den Methoden im Training? Natürlich nach den Methoden im Training. So. Ja, mach mal nicht einfach so einfach so ins Blaue heraus. Ne? Ja. Nee, absolut. Also nachdem, so wie er es im Training zum Beispiel auch beibringt, nach den Prinzipien, nach den Marketingbotschaften,
Da machen wir eine ganze Menge. Und dann gibt es einfach sehr, sehr viele Bausteine, die zur richtigen Zeit dazukommen. Zum Beispiel PR, wo wir auch sehr aktiv sind, war mittlerweile auch in der Zusammenarbeit mit Ruben Schäfer. Wir waren bei Business Insider, ich war jetzt unlängst in der Augsburger Allgemein, das kommt dann dazu. Und ich glaube, so ein sehr, sehr großes Learning in diesem Marketingbereich ist einfach, dass alles irgendwo zusammenhängt. Also es gibt nicht die eine Marketingmaßnahme, sondern es gibt irgendwann ein quasi Spinnennetz aus Maßnahmen, die dann zusammen aber die Wirkung erzeugen. Mhm. Also war einfach so eine Reise eines Interessenten, dann später Kunden, die ist nicht linear. Also es gibt verschiedenste Touchpoints, die man irgendwo schafft im Laufe der Zeit. Ja, Podcast, YouTube, dann in der Presse, dann Instagram. Mhm. Und das wirkt am Ende zusammen und wird, also beschleunigt sich auch gegenseitig für mich. Ja, das ist insbesondere auf dem Stand, auf dem du jetzt bist, ist natürlich höchst relevant, dann auch sehr breit sich aufzustellen, überall vertreten zu sein, auch in der Presse zu sein, zum Beispiel mit dem Ruben und dem Deutschen Coaching-Fachverlag. Du hast eben schon angesprochen, dass dein Ziel ist, mit der Beratung die 1 Million Monatsumsatz dann mal zu knacken. Und das ist doch jetzt ganz cool. Morgen bist du bei der Marktführer Mastermind und musst dich quasi auch committen, was die nächsten 90 Tage gehen soll. Ja. Ob es da schon die 1 Million werden oder was hast du für die nächsten 90 Tage so geplant? Wo soll die Reise hingehen? Also das Erste, was jetzt tatsächlich kommt innerhalb der nächsten, ich sag mal, 6 bis 8 Wochen, ist die Buchveröffentlichung. Ich habe ein Buch geschrieben zu dem ganzen Thema Kurzzeitvermietung. Das wird rauskommen. Wir haben auch nochmal einen komplett neuen Report gemacht, der jetzt rausgeht. Und in diesem Zusammenhang wird es natürlich eine ganze Menge zu tun geben. Ja, das heißt, wir haben jetzt im Vorfeld natürlich bei uns die ganzen Strukturen entsprechend aufgestellt. Wir haben die Trainings nochmal komplett überarbeitet, nochmal eins quasi komplett neu gemacht für wirklich Unternehmensaufbau in dem Bereich. Also wir bieten auch nicht nur ein Training an, sondern verschiedene. Und das Buch, was dann jetzt released wird, ich sag mal, baut auch da irgendwo auf. Das heißt, wir gehen noch mal breiter raus. Und es gibt auch sehr, sehr viele, die das Thema schon mal gehört haben. Ja, du hattest auch schon mal vorhin gesagt, so, kennst da jemanden, hast schon mal gehört, so Airbnb, Kurzzeitvermietung, da kann man ein bisschen was machen. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen da draußen, die da schon irgendwo mal gehört haben, aber dann aus irgendwelchen Gründen einfach es nicht angegangen sind. Die gesagt haben, oh nee, das ist aber viel zu aufwendig oder ist gar nicht alles legal. Mhm. Und das Buch soll einfach mal einen guten Überblick schaffen über genau diese Themen, wie es funktioniert, wie das im Kleinen funktioniert, wie das am Anfang funktioniert, aber auch wie das irgendwann mal funktioniert, wenn ich wachsen kann. Mhm. Ja, und drumherum gibt es einfach eine ganze Menge zu tun. Eine Werbekampagne, die dann natürlich gefahren wird, dann die Buchveröffentlichung als solches. Ja, klar. Das steht an. Sozusagen das Wissen macht Umsatz der Kurzzeitvermietung. Korrekt. Sozusagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein geniales Marketing-Werkzeug auch am Ende, so ein Buch eben auf dem Stand, auf dem er jetzt ist, zu veröffentlichen und dadurch eben alle möglichen Menschen auch anzusprechen, die am Überlegen sind, ja, ich möchte mich in irgendeiner Form selbstständig machen, was geht da, was ist da möglich? Und dann über so ein Buch dann eben einen direkten Zugang zu deinen Erfahrungen zu haben aus den letzten Jahren, ist natürlich enorm wertvoll. Ja, absolut. Ich freue mich dann schon darauf, dich morgen zu sehen. Aber die Frage, die sich natürlich jetzt viele unserer Zuschauer stellen, ist, naja, wenn das Buch vielleicht dann auch schon, wenn das hier released wird, der Veröffentlichung nahe ist, wie kann ich jetzt überhaupt diesen Henrik Kuhlmann kennenlernen? Wie kann ich erfahren, wie das so mit der Kurzzeitvermietung geht? Ja, wie finden dich denn die Leute denn da im Internet? Oder wie finden die Leute dann am Ende des Tages dein Buch? Also ich sag mal, unsere Beratung findet man grundsätzlich erstmal über bnbprohosting.com. Ich bin bei Instagram unterwegs, hendrik.bnbpro. Wir sind bei YouTube unterwegs, findet man sehr, sehr zügig bnbprohosting beziehungsweise meinen Namen. Und es ist eigentlich nur einen Klick weit entfernt, um in das ganze Thema Kurzzeitvermietung letztlich einzutauchen. Ja, sehr gut. Und wenn du Coach, Berater, Dienstleister, Agenturinhaber bist und selber wissen möchtest, wie kann ich meine Umsätze so skalieren, dass ich auch einfach ein enormes Wachstum verspüre, wie kann ich meine Prozesse vielleicht erst einmal aufschreiben, systematisieren, um eben auch da mich selber als Geschäftsführer beispielsweise zu entlasten,
dann komm doch auf unsere Webseite www.andreasbaulich.de und bewirb dich auf dein kostenloses Erstgespräch. Und wir beide, wir sehen uns morgen. Ich bedanke mich herzlich für dieses Interview. Gerne. Für diese, danke dir. Ja, für deine Erfahrungen im Bereich und auch für ja, deine Journey mit uns als Kunde. Und freue mich schon darauf, dich dann morgen wieder zu sehen bei der Marktführer Mastermind. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis bald.